Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hasreiter und wir sind in Folge Nummer 99 von Arborion. Ja, wir schauen da mal rein. Wir waren letztes Mal hier beim Ausrüstungsdock. Und wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das doch nochmal gerade. Traktorstahl. Das schauen wir uns mit dem Traktorstahl auch noch an. Aber das Ganze machen wir nach dem Intro. Bis gleich. So, jetzt einmal das F gedrückt und dann einmal ins geguckt. Hier die Grünen, das brauchen wir alle nicht, haben wir schon mal festgestellt, ne, weil zu billig. Hier ist es ja 12 Minuten 47, hier was Neues, wenn man gespeichert hat. Ne, das ist, wenn du mal in der Nacht schläfst, dann ist das halt so. Und ja, hier ist jetzt tatsächlich nichts von Bedeutung für uns, denke ich mal. Und ja, so eine Aktion haben wir halt, klasse Neutronentorpedobomben. Ja, das war jetzt hier ein Satz mit X, das war wohl nichts. Was mich jetzt so ein bisschen irritiert, wir hatten doch in unserem Schiff Traktorstahl eingebaut, oder? Ach nee, haben wir nicht. Oder haben wir doch? Haben wir nicht. Plasmahöhlenpolarisierer, wo ist denn das Teil? Hier, da ist er. Also, wenn wir den reinbauen, dann funktioniert es auch mit dem Traktorstrahl wahrscheinlich, ne? Machen wir weiter. Aber. Jetzt habe ich den Traktorstahl da drin, ne? Und bei irgendwas 20 kommt das Ding. Ja, das war falsch, ne? P ist richtig. Ach, das ist die Beutereichweite. Ah, da haben wir wieder was falsch verstanden, ne? Das heißt, der Traktorstahl, den brauchen wir dafür, um Container einzusammeln oder zu öffnen. Und hier brauchen wir die Docking-Geschichte, ne? Wenn wir schon gerade in der Nähe sind, gucken wir da nochmal rein. Aber ich glaube, Docking war da ja nichts bei, ne, oder? Transporter-Software. Ja. Schauen wir dann mal. Jetzt bin ich total verwirrt dadurch. Hat er gedacht, der Traktorstahl ist das, was uns da ranzieht, aber dem ist ja wohl nicht so. Jetzt können wir aber mal gerade nochmal hier reingehen und wieder den C43 da reinbauen, weil den brauchen wir ja auch. Und ja, da müssen wir mal schauen. Orange und gelbe brauchen wir nur zu kaufen. Der Rest ist über, auf Deutsch gesagt, ne? Gut, jetzt. Schauen wir mal auf die Karte. Wir wollten ja einmal gucken, wo hier unsere KI ist. Die war weit weg, ne? Da ist sie, glaube ich, ne? Ja, das heißt, wir fliegen jetzt da wieder hin, um dann einmal zu testen. Wo ist denn hier unser Sprungbereich? Ah, hier hört er auf, okay. Gehen wir da die Koordinaten ein, springen dahin und wollen einmal die KI bekämpfen und gucken, ob da wenigstens was bei wegfliegt dann, ne? Beziehungsweise, wir können natürlich hier einen Ausrüstungsdock unterwegs nochmal mitnehmen, ne? Haben wir hier noch was? Da ist diese Sternformation. Müssen wir gerade hier oben mal Ausrüstungsdock wieder eingeben. Wir sind jetzt da, hier gibt es auch eins. Dann fliegen wir erst dahin. Und ne, da unten war es, ne? Ja. Gucken zu, ah ja, drehen und dämpfen, das war auch noch Trägheitsdämpfer, das war auch noch einzubauen, ne? Damit wir da besser abbremsen, ne? Das müssen wir uns also auch noch mal angucken. Wahrscheinlich in dieser Folge. Wir werden sehen.
Ausrüstungsdock. Ja, ich sehe es jetzt gerade nicht. Scheint jetzt direkt vor mir, nein. Da unten wird es angezeigt. Es war direkt irgendwie hinter unserem Schiff versteckt. F. Ausrüstung, Handel, Doppelpanzer. Okay, da ist jetzt nichts. So, gelb und die roten haben wir gesagt. Geschützkontrollsystem dürfen wir nicht. Weil wir wahrscheinlich noch nicht deep genug mit denen sind. Hyperraum-Upgrade, Geschützkontrollsystem. Frachtraum-Upgrade, okay. Generator, Generator, Traktorstrahl gibt es hier wieder, ne? Ja, jetzt wäre es hierfür nur interessanter hinzufliegen, wenn, ne? Aber irgendwie auch nicht, ne? Gut, Karte, Ausrüstungsdocks werden noch angezeigt. Ist jetzt leider nichts in der Richtung. Wo war hier unser Dingens? Da war das, ne? Die KI. Gut, dann fliegen wir mal zum Schmugglerversteck. Und müssen diese Richtung. Wenn unser Computer gleich fertig ist. Gucken wir mal in den Schmugglerversteck rein, ne? So. Schmuggler versteckt, dann gucken wir doch mal, was wir mit denen so erzählen können. Gestohlene Marke, Währung entfernen. Ne, da bringt uns das jetzt nicht weiter. Was ist das hier? Schiffswerft. Lass uns mal reingucken in die Karte, was hier sonst noch so gibt. Ah, da können wir noch mit dem Schmuggler sprechen. Grüße. Hallo, interessiert an einer Stange Geld für einfache Arbeit? Ja. Gut, du musst nur diese Fracht nehmen und an den Ort, den ich dir gerade geschickt habe, bringen. Sollte kinderleicht sein. Der Schmugglerboss. 223 minus 73. Habe ich die Güter denn jetzt schon gekriegt? Schmugglerboss. Man sagt, ein mächtiger Schmuggler hätte ein Sotan-Artefakt geht zu einem Schmugglerversteck und findet heraus, wo man den Schmugglerboss findet. Befolge die Anweisung des Schmugglers. Okay, jetzt muss ich noch gucken. Frachtraum. Güter verdächtig, habe ich gekriegt. Okay, alles klar. Das bedeutet, jetzt muss ich in den Sektor. Das muss ich nochmal nachgucken wahrscheinlich, oder? Schmugglerboss. Die Koordinaten hat er mir geschickt, hat er gesagt. Mir hier geschickt. Na, jetzt habe ich das verpasst. Wo muss ich hin? Das Schiff antwortet nicht. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Also, da ist unsere KI. Irgendwas mit 228 oder 282. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Einfache Lieferung, Mission. Ja, dann Koordinaten eingegeben dahin, oder? In der Hoffnung, dass das so richtig ist. Nach da unten. Das haben wir. Und dann dahin. Dann fliegen wir da auch noch hin, ne? Wir haben gefährliche Ware dabei.
4 Sekunden. Gut. Der Schmugglerboss. Ist er das? Wotan. Ne, Ibas. Rede mit Wotan, okay. Ich habe deine Ware. Gut, jetzt hier mit der Ware. Wir klären die Bezahlung, sollte ich die Ware auf meinem Schiff habe. Niemand, aber wenn du mich weiter nervst, bekommst du garantiert gar nichts. Wenn du die Ware nicht transportieren kannst, ohne ihre Kontrolle oder Händehalt zu geraten, dann ist das eine. Hahaha. Mission erfolgreich. Einfache Lieferung. Ja, super. Weg ist er. Hat mir nichts gebracht, obwohl ich jetzt noch so ein bisschen was erzählt habe. Ich habe noch eine neue E-Mail bekommen. Finde den Schmuggler. Hallo. Feind meines Feindes. Okay. Hallo. Sieht aus, als wurdest du ebenfalls von Botha und seinen Schmugglern betrogen. Ich denke, wir haben bei Heimat einen gemeinsamen Feind. Ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Triff mich in 269-91. Ein Freund. Okay. Gut. 269. Ah, da ist es wohl. Ja, komm, wir fliegen erstmal dahin. Schauen wir, dass wir die Mission gerade ein bisschen vorantreiben. Dann treffen wir den da unten mal. Koordinaten eingeben in Sektor. 11 Sekunden müssen wir noch fliegen. Und dann werden wir es gleich hinkriegen, ne? 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. So, dann treffen wir den da mal. Ja. Ich sehe niemanden. Okay, Schiff vom Boot und Schmuggler. Ein Freund. Habe ich den jetzt nicht gesehen oder was? Ach, der ist direkt da vorne gewesen, alles klar. Achso, interagieren brauchen wir vielleicht gar nicht hinfliegen, ne? Hallo. Ich habe Beeindruckendes von dir gehört. Vielleicht könnten wir zusammen, um Boot dann aufzuhalten. Wie können wir Boot dann aufmachen? Boot ist ein Feigling, macht nichts selbst und springt sofort in Sicherheit, wenn auch nur eine Spur von Gefahr besteht. Wenn wir ihn fangen wollen, dann müssen wir seine Hyperraumantriebe deaktivieren. Wer ist Bruder? Er ist ein Schmuggler, der hier in der Umgebung arbeitet. Genauer gesagt, der andere für sich arbeiten lässt. Er macht nichts selbst, er lässt immer andere die Arbeit erledigen und springt sofort in Sicherheit, sobald nur eine Spur von Gefahr besteht. Vor ein paar Monaten hat er Hyperraumtechnologie für das Zutat in die Finger bekommen. Er war derjenige, der sie in sein Schiff eingebaut hat. Jetzt kann er dreimal so weit wie andere Schiffe springen und das dreimal so schnell. Keiner kann ihn fangen. Aber er hat einen großen Fehler begangen. Er hat mich rausgeworfen. Er weiß nicht, dass ich seinen wertvollen Hyperantrieb deaktivieren kann. Du kannst Rache an einen Mann nehmen, der dich betrogen hat. Außerdem, wenn alles gut läuft, besteht die Möglichkeit, dass wir die Skrotan-Technologie aus seinem Schiff herauskriegen. Ich kann sie für dich anpassen, damit du sie in dein Schiff einbauen kannst. Wer bist du? Ich war Botans Schiffingenieur, daher weiß ich alles über seinen Hyperraumantrieb. Ich war derjenige, der Xotan-Technik in sein Schiff eingebaut hat. Genauer der Antrieb, der es ihm erlaubt, extreme Distanzen in kurzer Zeit zu überspringen. Ich kenne die Funktionsweise, das heißt, ich kann einen Strahl bauen, in dem du ihn beaktivieren kannst. Das geht nichts an, aber ich sage dir so viel. Er hat mich einen sehr loyalen Männer hintergangen. Okay. Bin ich auf der Flucht gejagt von meinen ehemaligen Freunden, fast allen Fraktionen in diesem Quadranten. Das schreit nach Rache.
In Ordnung, ich helfe dir. Da ich hier bleiben muss, musst du alle Teile zusammentragen, die ich brauche, um einen Störungsstrahler zu bauen. Ich habe die Liste mit den Teilen geschickt. Komm wieder, wenn du sie alle hast. Mir ist egal, wie du an die Teile kommst. Tu, was du tun musst. Sag mir einfach die Teile. Okay, jetzt wüsste ich nur gerne, wo ich die Liste habe. Arbeite mit Botans Feind zusammen. Ach, da sind die. Fusionsgenerator, Energievertreter, Transformator, Halbleiter, Prozessor. Okay, alles klar. Da müssen wir mal gucken, dass wir die Klamotten zusammenkriegen. Das würde ich sagen, machen wir aber dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wenigstens nicht die Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.